Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash-News. Heute mit einer Schlagzeile, wo ich gesagt habe oder eher gedacht habe, aha, das habe ich doch selbst auch schon mehrmals gesagt. Nämlich, es geht heute um Amira und Oliver Pocher. Und wie es aussieht, wollte Oliver Pocher diese ganze Ehekrise, die vermeintliche Ehekrise, gewinnbringend vermarkten. Und da muss ich euch ganz ehrlich sagen, habe ich das nicht von vornherein schon vermutet, dass das alles vielleicht ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ist, um hier mit dem Podcast zu pushen? Fragezeichen. Und ähnliches hat heute die TZ aufgegriffen. Allerdings haben die sich auf einen aktuellen Podcast bezogen, wo Amira und Olli über dieses Thema natürlich gestritten haben. Und jetzt stellt sich mir aber die Frage, na, ist man den beiden vielleicht nach einigen Wochen des Dauerstreits auf die Schliche gekommen und jetzt macht man etwas ganz Intelligentes, indem man einfach sagt, dass man das eventuell vorhatte, aber nicht gemacht hat und jetzt aber einen Streit daraus wieder entwickelt? Ja, ich höre die Katzen kotzen und ich würde sagen, wir schauen in den Artikel mal rein und dann bilden wir uns danach zusammen ein Urteil. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, Danny, also deine Berichterstattung, die finde ich schon ziemlich gut und ich möchte auch über Olli und Amira mehr erfahren, dann fühle ich herzlich eingeladen, dich dieser kleinen Community anzuschließen. Gut, ich würde sagen, wir gehen einmal rüber in die TZ. Der Artikel ist von heute, dem 22.08. um 5 Uhr geschrieben bzw. veröffentlicht. Ja, die TZ steht wohl früh auf. Und da gucken wir mal rein. Kohle kann man mitnehmen. Oliver Pocher will Ehekrise vermarkten. Amira sauer. Das ist der Artikel, um den es hier geht. Und wir scrollen mal ein bisschen runter. Köln! Dass es in der Ehe von Amira und Oliver Pocher kriselt, ist kein Geheimnis mehr. Nach wochenlangen Spekulationen hat das Paar selbst bestätigt, dass nicht alles in bester Ordnung sei. Obwohl die beiden weiterhin ein Team bleiben und an einem Strang ziehen wollen, zeigt sich nun, dass sie sich nicht immer einig sind. Vor allem in Bezug auf die Vermarktung ihres Liebeslebens gibt es Stress. Die Österreicherin findet, dass ihr Mann für das Geld seine Prinzipien über den Haufen wirft. Zitat Ende. Ich möchte hier kurz etwas richtigstellen. Meiner Meinung nach, ich glaube, dass es hier keine wochenlangen Spekulationen gab. Es gab genau einen Tag, eine Spekulation, ausgelöst von der Bildschlagzeile. Und kurz darauf berichtete Oliver und Amira selbst in einem Podcast, ja, wir haben Beziehungsprobleme. Also, das ist nicht wochenlang gegangen, das war genau 24 Stunden. Dann hat der Insider ausgepackt, irgendwelche nahestehenden Freunde, eine Freundin oder ein Freund von Olli und Amira, die dann der Bild ein geheimes Interview gegeben haben. Und einen Tag später kam der Podcast raus. So war das. Und da muss ich euch schon ganz ehrlich sagen, oho, das ist aber sehr auffällig gewesen, das so mal zu Beginn. Okay, wir gehen mal weiter in den Text. Oliver Pocher wollte Ehekrise mit Amira im TV thematisieren. In einer neuen Folge ihres Podcasts Die Pochers kommt es zu einer Diskussion zwischen der 30-Jährigen und den Comedian. Der Grund, Amira findet, dass ihr Mann sich selbst nicht immer treu sei. Zitat Ende, Zitat Danny. Ach, ja, wirklich, oho. Na, wir machen mal weiter. Obwohl er sich regelmäßig über Influencer und Promis lustig mache, die ihr Privatleben in die Öffentlichkeit tragen, sei er selbst auch nicht abgeneigt, an seiner Ehekrise zu verdienen. Er habe sogar eine TV-Show in Betracht gezogen. Zitat Ende. Also, jetzt muss man mal wirklich mal immer Butter bei die Fische. Und das sage ich ja hier auch oft. Man kann Oliver Pocher mögen, man kann Amira Pocher mögen, man kann sie aber auch nicht mögen. Das würde ich niemals jemand absprechen. Jeder darf doch wirklich frei entscheiden, wen man mag und wen man nicht mag. Meiner persönlichen Meinung nach hat Oliver Pocher einfach wirklich die Überschrift Doppelmoralist absolut verdient. Auf der einen Seite auf Influencer mit den Finger zeigen, auf der anderen Seite nicht besser sein, ja. Also das ist Oliver Pocher und leider auch Amira Pocher aus meiner persönlichen Sicht. Schreibt mir gerne, wie ihr die beiden einordnen würdet, aber ich kenne die Kommentare aus den meinen letzten Videos und weiß, dass auch meine Community zumindest bei Oliver Pocher und Amira Pocher sehr vorsichtig ist und das ist im Übrigen auch sehr, sehr gesund.
Dann ist natürlich bei uns auch eine Anfrage reingeschlittert, als das mit der Ehekrise rauskam. Es wurde Geld geboten, dass wir in einem kleinen 8-minütigen Format sitzen und du sagst, ja klar, für das Geld können wir uns da reinsetzen, schimpfte Amira in der Episode. Für sie sei klar, dieser Teil ihres Privatlebens ist nicht für die Vermarktung im Fernsehen bestimmt. Ich habe gesagt, bist du wahnsinnig, das ist doch genau das, wofür wir nicht stehen, erinnerte sie sich an einen Streit mit ihrem Partner. Zitat Ende. Und jetzt die große Frage, ja, wo ist denn der Unterschied? Thematisiere ich Beziehungsprobleme im Fernsehen oder im eigenen Podcast? Wo ist denn der Unterschied? Es ist doch beides ein Medium, ja? Gut, das TV-Format hat vielleicht eine größere Reichweite, aber von Vermarkten spricht man doch in beiden Fällen. Oder sehe ich das falsch? Also, vielleicht bin ich hier einfach auch komplett auf dem Holzweg, das ist ja auch durchaus möglich. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und hier geht's jetzt mit Nicht Iris Klein weiter. Ja, so überschneiden sich die Themen. Nicht Iris Klein. Amira Pocher möchte nicht im TV-Talk enden. Warum Oliver Pocher es hingegen nicht verwerflich findet, mit dem Thema ins Fernsehen zu gehen? Er vertritt den Standpunkt, dass zwischen Reality-TV und Talk über Eheprobleme ein Unterschied bestünde, wie man mit Problemen umgeht oder was man gegebenenfalls dagegen macht. Dazu kann mich jeder fragen. Da kann ich zwei Sätze zu sagen, stellt der 45-Jährige klar, seine Frau möchte sich hingegen nicht mit den Sternchen der Reality-Formate gleichsetzen. Ich setze mich doch nicht in den Sessel und mache dieselbe Scheiße wie Iris Klein, spielt Amira Pocher auf Iris Kleins Beziehungsdramen an. Zitat Ende. Also das ist der Artikel und Amira Pocher sagt die ganz klar, nein, wir würden unsere Beziehungsprobleme niemals im TV ausschlachten, aber liebe Amira, falls du dieses Video siehst, du schlachtest doch das genauso mit deinem Mann aus, nur halt auf deinem, in deinem Podcast. Wo ist denn da der Unterschied, ja? Ob ich jetzt meine Eheprobleme im Podcast ausschlachte oder im Social Media. Also ich sehe da keinen Unterschied. Beides trägt dazu bei, um die Reichweite zu erhöhen. Und genau das passiert ja auch um Amira und Oliver Pocher. Nichtsdestotrotz ist es uns natürlich auch aufgefallen, dass in den vergangenen Podcasts seit dieser Ehekrise es immer wieder auch um dieses Thema ging. Sei es Amira, die ihren Ehering nicht mehr getragen hat, weil sie beim Sport war. Sei es Olli, der auf einer Veranstaltung ohne Ehering gesehen wurde. Sei es Oliver Pocher, der im Fernsehen bei Thomas Gottschalk einen Seitenhieb mit Amira versetzt hatte. Da sagte er, er ist aktuell ganz froh, nicht zu Hause zu sein. Also das Thema wird immer wieder von den Beinen aufgewärmt, aufgekocht. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, aus meiner persönlichen Empfindung, ich sehe hier keinen großen Unterschied, ja. Ich sehe keinen großen Unterschied, ob sie das jetzt im TV vermarkten oder ob sie es im Podcast vermarkten. Ein Unterschied zu Iris Klein sehe ich denn dann aber dann doch, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, bei Iris Klein merkt man, dass es inzwischen wirklich ein Problem zwischen Peter gab und dass sie sich wirklich öffentlich denn gezankt haben und getrennt haben. Und das natürlich auch in irgendeiner Form ausgeschlachtet haben für einen selbst, gar keine Frage. Aber bei Amira und Olli sehe ich noch nicht die gleichen Probleme. Ich sehe noch nicht diese gleichen Züge, dass hier jemand versucht, öffentlich fertig zu machen. Das sehe ich bei denen noch nicht. Ich habe so das Gefühl, dass die beiden eher anders auftreten als Paar, die miteinander Schwierigkeiten haben und das vermarkten. Jetzt hat Olli letztens öffentlich einen Seitenhieb gegen Amira gelandet. Das war mit diesem neuen TV-Format und der Bildschlagzeile. Habe ich ja alles auf meinem Kanal euch erzählt. Jetzt ist halt die große Frage, ja, sie sind natürlich nicht wie Iris und Peter, zumindest nicht gleichzusetzen mit dem Social-Media-Beef, aber aus meiner Sicht sind sie genauso doppelmoralisch und aus meiner persönlichen Sicht macht es auch wirklich keinen Unterschied mehr, ob die beiden das jetzt in einem 8-minütigen TV-Format besprechen oder aber ob die weiter im Podcast darüber sprechen. Natürlich, und das muss man ja auch sagen, würden die das jetzt im TV bringen, würden sie womöglich damit nur einmalig Geld verdienen, also einmalig aufgrund von Berichterstattung. Wenn sie dieses aber über Monate immer und immer wieder im Podcast durchblicken lassen, werden natürlich auch immer mehr Zuschauer den Podcast abonnieren, kostenpflichtig, um mehr zu erfahren, was bei Amira und Oliver nun wirklich abgeht. Und zusätzlich natürlich auch die Presse, und das ist euch bestimmt auch schon aufgefallen, nach jeder Podcast-Folge zieht sich ein Presseartikel, wo über die Eheprobleme von Olli und Amira erzählt werden. Deswegen ist hier ganz klar auch eine gewisse monetäre Absicht zu erkennen. Zumindest erkenne ich hier eine. Ob das aber nun wirklich so ist,
Das müsst ihr für euch selbst entscheiden. Schreibt mir aber gerne mal in die Kommentare, wie findet ihr den Vergleich von Amira mit Iris Klein? Findet ihr den Vergleich treffend? Findet ihr den Vergleich sehr weit hergeholt? Sagt ihr auch, dass Amira und Olli sich eigentlich selbst nichts nehmen? Und würde es euch auch nicht mehr wundern, wenn die beiden im TV über ihre Eheprobleme sprechen würden? Schreibt das alles gerne mal in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu sagen habt. Verabschiede mich jetzt aber und wünsche euch einen hervorragenden Tag. Genießt dieses wundervolle, warme Wetter. Und ich freue mich, wenn wir uns sehen, nämlich morgen früh um 8 zum ersten Kaffee. Ich werde auf euch warten. Macht es gut. Ciao.